Tivas ist heute die Rune, von der ich euch nochmal kurz erzählen möchte. Wie ihr wisst, geht es bei der Tivas-Kraft, ja, um die Kraft des Kriegers, ist die Runenkraft, die auch von Tyr erzählt, dem einarmigen Gott des Krieges. Oh, ich mag das Wort Gott nicht, denn es sind nicht Götter, es sind unsere Urahnen in diesem Land. Ja, also unser Urahn Tyr, unser einarmiger Kriegsgott, ja, hat seinen Arm verloren, weil er sich für das Heiligste entschieden hat. Was war denn Urahnen in unserem Land am allerheiligsten? Naja, das war definitiv mal Heim, Haus und Familie. Na? Weil wenn du im tiefen Wald gewohnt hast, unser Land war ja zu 90% Wald, dann hast du ganz, ganz wichtig dafür sorgen müssen, dass in dieser kleinen Zivilisation, in diesem Urwald, alles miteinander funktioniert. Dass man miteinander auskommt, dass man sich nicht dauernd bekämpft, ja, und dafür musste man heil in der Familie halten, in der Sippe halten und im Stamm halten. Und das war das oberste Gebot. Hat nicht immer funktioniert, weil Menschen sind Menschen und die streiten sich und ja, bringen sich gegenseitig durcheinander. Das zeigen ja auch die Geschichten unserer Urahnen, gerade in Sachen Loki, ja. Das ist einfach so. Aber grundsätzlich sollte das Heil für Heim, Haus und Familie an vorderster Stelle alles übertreffen. Und das tut es für die Kriegerenergie. Dafür steht der Krieger oder die Kriegerin. Heutzutage erkennen wir die Kriegerinnen und die Krieger meist darin, dass sie sehr diskutierfreudig sind und absolut überzeugt von ihren Ansichten. Das ist typisch Tivas, ja? Du bist volle Kanne überzeugt von dem, was du weitergibst und da kann dir keiner. Und das diskutierst du aus bis zum geht nicht mehr. Ich kenne das bei mir, glaubt mir, ich kenne das gut. Es ist aber wichtig, dass wir nicht vergessen, dass der Krieger oder die Kriegerin nicht dazu da ist, nur um sich selbst sich zu drehen, sondern diese Energie war einfach dafür da, heil im Haus und in der Sippe zu halten und damit im Stamm. Ja, weil das war unseren Urahnen unglaublich wichtig und das ist es auch heute eigentlich noch. Wir haben es nur vergessen. Dazu kommt auch die Geschichte, die ich so schön finde, die man auch finden kann in den alten Geschichten der Edda, wo es ums Idafeld geht. Stell dir vor, du bist in Asgard bei den hohen Ahnen zu Besuch. Du betrittst den weiten Raum zwischen den Hallen durch das Tor. Du kommst gerade von Bifröst und hast von Heimdall die Erlaubnis, hier einzutreten. Stehst du auf einem Feld zwischen diesen Hallen und du stehst auf dem Ida-Feld. Die hohen Ahnen kommen und heißen dich willkommen und etwas anderes würden sie niemals tun. Denn auf diesem Ida-Feld darf nicht gekämpft werden. Dir das einmal vor. Stell dir vor, du wärst so klug wie die Urahnen. Dann würdest du diesen Platz auch in deinem Heim haben. Der Platz, an dem nie gekämpft wird, an dem sich alle treffen und versammeln. Der Platz, an dem jeder
auf, tanken, Kraft sammeln kann und weiß, dass er hier nicht angegriffen wird, selbst wenn er anderswo der Feind ist. Und stell dir weiter vor, in dir drin gäbe es diesen Platz, wo deine Überzeugungen zur Ruhe kommen und dir nur der Frieden wichtig ist, auch wenn deine Überzeugungen dort nicht wichtig sind, auch wenn du Menschen triffst, die anderer Überzeugung sind, wenn du in deinem Ida-Feld bist, bist du im Frieden. Nun stell dir vor, solche Ideen gab es schon vor so viel tausend Jahren. Lasst uns die wieder aufgreifen, denn der Krieger braucht einen Ort, an dem er Kraft tanken kann. Siehst du, das hier ist das Sinnbild der Kriegerin oder des Kriegers, die achtsam schützend über dem Rund wacht, in dem die Sippe wohnt. Familie und Sippe ist wichtig. Wen oder was du zur Familie und Sippe zählst, das bleibt dir natürlich überlassen. Aber achte als Kriegerkraft darauf, dass du Heil dorthin trägst und den Streit draußen lässt. Schütze nach außen. Nach innen musst du nicht kämpfen, musst auch nicht diskutieren. Halte Frieden, Kriegerin. Denn wenn du das nicht tust, dann wirst du irgendwann das Gefühl haben, ganz allein zu kämpfen. Und ganz allein. Das hat man noch nie geschafft. Damals nicht und heute nicht. Stell dich nicht gegen die Sippe. Stell dich nicht gegen die Familie. Halte da dein Schwert still, wenn du in der hohen Halle deiner Liebsten bist, auf dass du diesen Platz für die Ruhe hast. Dann kannst du nämlich nach außen machtvoll und stark sein. Und dort ist Tivas gefragt, die Kriegerin und der Krieger, die das schützen, was heilig ist. Weil deren einzige Überzeugung genau das ist. Sie wissen, was heilig ist. Und heilig ist nicht der Krieg, heilig ist der Frieden. Ich wünsche euch einen klugen Kriegerinnen-Tag.